Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur fünften Aufnahme, fünften Lesung der Vorbereitung des Buches. Wie heißt das eigentlich? Eine für alle, alle für eine Himmelskönigin. Aus dem Englischen übersetzt Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Also eine Königin von Rom, des Islam, ist die Königin für alle. Bevor wir uns an dieses wunderbare Werk aus dem Jahre 2006 machen, das Maximilian ganz alleine ins Deutsche übersetzt, und dafür nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Bruder, der gleich hier uns begleiten wird, mich begleiten wird. Bevor wir das Buch machen, haben wir uns eine unglaubliche Vorbereitungsarbeit gemacht, um dieses Maria-Heiligen-Lexikon und nachher noch später in die Webseite gotquestions.org, also auf anderen, mit anderen Worten hast du eine Frage.org zu gehen, wo eine Frage über Maria-Erscheinungen beantwortet wird, um eben ein Fundament zu legen, dass wir später ganz deutlich machen können, dass dieses Buch wirklich so wichtig ist, wie wir finden, dass es ist und dass es so rechtschaffen ist, so rechtwürdig geschrieben ist, wie es geschaffen oder wie es geschrieben wurde von den drei Autoren in 2006 veröffentlicht. Wirklich ganz, ganz wichtig, um ein ordentliches Fundament zu legen. Das genau wie wir das Fundament legen für unser Leben, dass die Bibel ist. Also das Fundament hat im Grunde Gott gelegt. Wir müssen es nur akzeptieren. Und das Fundament für unser Gewissen, das Fundament für was wir sagen, was wir denken und was wir tun, muss immer das Wort Gottes sein. Und wir wollen eben alles, was die römisch-katholische Kirche lehrt, am Wort Gottes messen und damit Katholiken die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen, ob sie lieber dem Schöpfergott gehorchen wollen, der sich in der Bibel uns und ihnen kennbar macht, oder ob sie lieber Menschen zuhören wollen. Und wozu das führen kann, ja, das haben wir in der letzten Sendung gesehen, das war ja eine halbe Märchenstunde, nicht wahr? Und da wird der Maximilian jetzt sicher noch ein bisschen was zu sagen. Herzlich willkommen, Maximilian. Dankeschön, dass du heute Abend wieder dabei bist. Ja, gerne. Ich freue mich ja auch jedes Mal, Jörg. Also ich freue mich auch auf die kommende Lesung. Ja, in der Tat war es eine große Märchenstunde letztes Mal. Wir haben uns ja mit dem Proto-Evangelium beschäftigt und haben wieder mal festgestellt, dass es also auf die gleiche Urheberschaft zurückgeht wie auch die Legende Aurora, glaube ich, ne? Ja. Nebst Koran, interessanterweise, wurde selbst von der römisch-katholischen Kirche hier angebracht als Bezug. Und entsprechende andere Schriften wie die Apokryphenschriften, die außerhalb der Bibel halt auch bestehen, die aber eben nicht, und das ist der große und wichtige Punkt, eben nicht zur Bibel gezählt werden. Neben den genannten Proto-Evangelium, Legenda Aurea und dem Koran, was ja klar ist. Und das fand ich insofern auch eine sehr interessante Feststellung, weil sich da halt wieder mal gezeigt hat, wessen Geisteskind diese Schriften eigentlich sind. Denn alles, was wir außerhalb der Bibel von Menschen hinzugeschrieben bekommen, ist eben nicht das Wort Gottes. Und das lässt sich ganz leicht erkennen, wenn wir uns mit besagten Märchen wie letzte Lesung befassen. Da merkt man dann sehr schnell, dass hier oftmals biblische Hintergrundgeschichten völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurden, sich was dazu gedichtet wurde, um es irgendwie authentisch wirken zu lassen, es aber schlichtweg und ergreifend am ehesten noch lustig ist, wenn man mit der Bibel vertraut ist, was uns da präsentiert wurde. Und insofern, waren ja letztes Mal, haben wir uns ja viel mit dem Proto-Evangelium befasst, gehen jetzt aber weiter in die Lesung der letzten Seiten, denke ich mal, vom Heiligen Lexikon müsste das sein, ne? Ja. Und bin ich mal gespannt, wie weit wir schaffen heute. Da gehen wir jetzt rein, und zwar auf Seite 15 von 46, aber wie gesagt, die letzten 26 Seiten, das werde ich euch gleich zeigen, die werden wir sowieso nicht lesen. Wir gehen hier in den nächsten Unterpunkt Verehrung, also der Verehrung Maria ein. Und dort lesen wir den Absatz, den wir auch letztes Mal schon gelesen hatten, den ich jetzt nochmal eben wiederhole, weil wir sind dann ja hier in das Proto-Evangelium von Jakobus reingegangen. Hier schreibt der Autor oder die Autorin dieser Webseite: Sowohl die Ost- wie auch die Westkirche, also die Kirche von Konstantinopel zu der Zeit und die römisch-katholische Kirche, führte zwischen dem 4. und 7. Jahrhundert eine Reihe von Marienfesten ein, die sich auf spezielle Ereignisse im Leben der Jungfrau bezogen. Dabei standen die wundersame Empfängnis und die im Protevangelium des Jakobus und im Pseudo-Matthäus-Evangelium beschriebene Geburt Marias am 8. September,
die Verkündigung am 25. März sowie Marias Tod und ihre Himmelfahrt am 15. August in Mittelpunkt. Vom 3. bis 5. Jahrhundert stellten Predigten und Kunstwerke als eine Gegenreaktion auf den Arianismus die göttliche Natur Jesu in den Vordergrund. Nun gibt es einige Leute, die wissen nicht, was Arianismus ist. Darum habe ich ja hier eine kleine Note dazugefügt. Arianismus war eine frühe christliche Lehre aus dem 4. Jahrhundert, benannt nach dem Priester Arius. Nach arianischer Lehre ist Jesus Christus nicht wesensgleich mit Gott, aber dessen vornehmstes Geschöpf. Also mit anderen Worten, Jesus Christus ist ein geschaffenes Wesen. Und das nimmt natürlich die ganze Botschaft der Bibel komplett weg. Deswegen wurde Arianismus als Heretikertum der römisch-katholischen Kirche dann später auch betrachtet und bekämpft. Ja? Byzantinische Darstellungen zeigten Christus als Pantokrator, als universellen und allmächtigen Herrscher. Also Pantokrator, interessant, um sich mit dem Wort ein wenig mehr zu beschäftigen. Also gehen wir hier in eine Fußnote rein, und zwar aus Wikipedia lesen wir hier, bis zu, das ist eine Lüge, das habe ich natürlich geschrieben. Wir lesen hier aus Wikipedia, das Wort erscheint in der Septuaginta rund 120 Mal. Also wir haben es über das Wort Pantokrator. Es ist ein Wort, das wirklich in der Bibel vorkommt, in den Originaltexten. Und 120 Mal in der Septuaginta. Die Septuaginta, für diejenigen, die das nicht wissen, das ist der berühmte LXX oder 70er Text. Das ist die noch vor Jesu Geburt übersetzte Bibel, nach dem Motto das Alte Testament, in die griechische Sprache. Das ist die Septuaginta. Also, das Wort erscheint in der Septuaginta rund 120 Mal als Übertragung des Zeus-Beinamens Pantokrates auf Jahuwah Zebaoth und für El Shaddai, aber für keinen der Begriffe durchgehend. Im Neuen Testament kommt die Bezeichnung nur einmal im 2. Korintherbrief und 9-mal in der Offenbarung des Johannes vor, dort immer auf Gott, den Vater, bezogen. Und dieser letzte Satz ist eine Lüge. Denn am Beispiel in Offenbarung 1, Vers 8 lesen wir, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ende Zitat. Hier spricht Jesus, und das Wort Allmächtiger oder Allmächtiger ist im Originaltext Pantokrator, aber somit deutlich auf Jesus bezogen und nicht auf den Vater. Ja, Wikipedia sagt hier, in der Offenbarung des Johannes immer auf den Vater bezogen. Nein, weil Jesus ist derjenige, der sagt, ich bin das A und das O. Da ist das Wort Pantokrator gebraucht, also ist es nicht auf den Vater, sondern auf Jesus bezogen. Ja? Sagt Jesus nicht selbst, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen? Weiter im Text aus Wikipedia, und den Link werde ich euch zufügen, der ist hier unten auch mit dran. Wikipedia schreibt weiter, die Übertragung des Titels auf den Sohn, also Pantokrator, sachlich bereits unter anderem in Matthäus 28, Vers 18 aus der Einheitsübersetzung vollzogen, geschah ausdrücklich erst im Verlauf des 4. Jahrhunderts auf dem Hintergrund christologischer Kontroversen. Diese Kontroversen werden wahrscheinlich auch der Arianismus gewesen sein, den wir gerade kennengelernt hatten. Durch die Verehrung Jesu Christi als Pantokrator sollte dessen vollkommene göttliche Natur betont werden, wie es vor allem Athanasius von Alexandrien lernte. Ja, Athanasius von Alexandrien ist der Bischof von Alexandria in der Zeit. Also wissen wir jetzt zumindest, was Pantokrator heißt. Während Jesus Christus in der Kunst so als ehrfurchtsgebietende richterliche Gestalt dargestellt wurde, fiel Maria mehr und mehr die Rolle der Fürsprecherin der Menschen in Not zu. Ja, das ist auch ganz interessant. Das ist nämlich etwas, was wir in Riberas Buch Die Heiligen Väter unter anderem besprochen hatten. Die Lehre vom bösen Christus und der liebenden Maria. Ihr erinnert euch vielleicht an die Stelle, ich habe jetzt keine Lust, das Buch rauszusuchen, aber das hatte ich ja gelesen und das findet ihr in der Abspielliste von Babylon nach Rom hinten angefügt. Das Buch von Alberto Rivera, der vormalige oder ehemalige Jesuitenpriester, der durch Jesus Christus errettet wurde und dann viele Dinge offenbart hat. In seinem Buch Die Heiligen Väter hatte da gesagt, dass in der römisch-katholischen Kirche ihm bereits als Kind das gelehrt wurde, dass
sie waren da bei ihrem Lehrer, also einem Priester, der ihnen gesagt hatte, nach dem Motto, wenn du zu Hause irgendwas Böses angestellt hast, dann ist dein Vater doch immer der Böse und deine Mutter ist dann doch immer die Liebe. Ne? Ja, ja, das ist dann auch so. Die Mutter vergibt eher als der Vater will nur strafen und schlagen, die Mutter will lieben und umarmen und vergeben. Und genau so ist das eben auch mit dem Vater Gott oder Jesus Christus und mit Maria. Und da gibt es dann auch eine Geschichte nach dem Motto, dass einer da die Himmelsleiter raufgeht und dann Jesus ins Gesicht guckt und sagt, oh, der sieht aber böse aus, da will ich gar nicht hin. Und dann ganz schnell wieder runterklettert, eine andere Leiter raufklettert, da oben ist Maria und die breitet die Arme aus und lächelt gnadevoll und will ihn umarmen und will ihn empfangen. Und so wird in der römisch-katholischen Kirche tatsächlich gelehrt, ja, dass also Maria vergebensgesinnt und gnadenvoll ist und natürlich eine Mittlerin ist. Na, wir wissen ja, dass sie als Mittlerin zwischen Gott und den Menschen angesehen wird in der römisch-katholischen Kirche. Und dass Jesus Christus im Grunde ein Böser ist, der nur strafen will. Und genau da kommt das eben her. Na? Während Jesus Christus in der Kunst, also in der darstellenden Kunst, hauptsächlich in Bildern, in Statuen, wenn überhaupt, meistens ja in Bildern, und auch sonst wie als ehrfurchtgebietende richterliche Gestalt dargestellt wurde, fiel Maria mehr und mehr die Rolle der Fürsprecherin der Menschen in Not zu. Durch an die Jungfrau Maria gerichtete Gebete und Fürbitten hoffte man, Gottes strenges Gericht zu mildern. Zu dieser Zeit kam der Rosenkranz auf, eine Perlenschnur nach der 150 Ave Maria und später zusätzlich 15 Vaterunser gebetet wurden, also 10-mal so viel Gebete an Maria als an den Vater. Aus der gleichen Zeit stammt der Angelus sowie verschiedene Litaneien und Anrufungen, die sich der biblischen Metaphorik bedienten und Maria als mystische Rose und Turm Davids verehrten. Hier kommen wir nochmal. Treffen wir nochmal ein Bild, was mich daran erinnert, dass ich hier das Video weiter abspielen wollte mit den Bildern aus diesem PDF. Ganz kurz, Jörg. Ja, gerne. Dieses, was du jetzt gerade vorgelesen hast, dass ja Maria so die mildernde Person dann einnimmt, weil ja Jesus immer so streng dargestellt wird, da kommt mir die ökumenische große Bewegung eigentlich in den Sinn, ne? Wo es ja eigentlich darum geht, dass man sein Leben so weiterführen kann und dann Maria also die Rolle einnimmt, die Jesus eigentlich einnehmen müsste, wenn man denn sein Leben nicht bereit ist, umzustellen oder entsprechend der Bibel auszurichten. Ne? Mhm. Also ganz nach dem Motto, ich will weiter irgendwie ein sündiges Leben führen und mich daran ergötzen, wie die Bibel spricht, und nichts dafür tun, irgendwie gemäß dem Wort Gottes mein Leben auszurichten, dann ist ja Maria die perfekte Ansprechpartnerin für mich, so in dem Sinne. Ja, ich gehe dann, wenn ich Trost suche, nicht zu dem bösen, richtenden Jesus, sondern zu der liebevollen, mich umarmenden und empfangenden Maria. Genau, da wird mir dann nicht aufgezeigt, was ich alles falsch mache, weißt du, da kann ich ja schon weitermachen, weil Maria hat ja Verständnis dafür, so ungefähr, ne? Und ganz nach dem ökumenischen Sinne, ja, einfach so weiter, passt schon. Das ist mir dazu nur eingefallen. Also sehr ökumenisch generell wieder der Gedanke dahinter, finde ich. Ja, da hast du vollkommen recht. Mein Computer spinnt hier im Augenblick ein bisschen. Ja, ich sehe schon ganz schön viele Mitteilungen. Ja, ist ja irgendwie, der hat irgendwie, ich weiß nicht, der hat irgendwie, spinnt der heute. Ich hatte vorhin ja bei Computer geguckt und da sagte der mir hier, dass ich hier unten noch 5 Disks dran habe, dass das überhaupt nicht stimmt. Oh je, Jörg. Also, ja. Ich glaube, du brauchst mal einen neuen Rechner. Ja, wieder mal wahrscheinlich. Ja. Ich habe da langsam keinen Bock mehr drauf. Also ich bin immer froh, wenn der Computer arbeitet. Aber wie gesagt, lass uns von solchen Sachen jetzt nicht aufhalten. Ja, genau. Nee. Das ist jetzt erstmal unwichtig. Wir wollen schon sehen, irgendwas mit dem Skript. Ich weiß, ich habe eine Webseite, habe ich aufgemacht, hier nur die Basisseite auf Firefox, dass ich Internet aufhabe, falls wir das irgendwie brauchen, und dann läuft der Film und das ist ein PDF hier. Wie auch immer. Also, du hast vollkommen recht mit dem, was du meinst, und das wird hier in diesem Lexikon natürlich eben angegeben, weil dieses ganze Schreiben, was wir hier ja jetzt schon ein paar Mal lesen, das ist jetzt heute die 5. Lesung oder 4. Lesung von diesem Papier, 5. in total. Dieses Papier ist ja nur dafür im Grunde aufgestellt, um den Leuten Maria zu erklären. Jesus wird ja überhaupt nicht erklärt. Jesus kommt ja immer nur im Hintergrund vor. Und genauso ist es in der römisch-katholischen Kirche auch. Jesus ist im Hintergrund, Maria ist im Vordergrund. Die Mutter,
So wie die römisch-katholische Kirche von sich selbst behauptet, die Mutterkirche zu sein, behauptet sie von der babylonischen Himmelskönigin, dass sie eben auch die Mutter der Kirche ist. Also mit anderen Worten kann man die römisch-katholische Kirche mit Maria identifizieren. Darauf läuft es im Grunde hinaus. Ne? Und was Maria sagt, ist genauso wichtig und richtig wie das, was die römisch-katholische Kirche sagt. Und da wird es dann interessant, wenn wir nachher zu den Maria-Erscheinungen gehen, wenn wir in das Buch gehen und dann uns eben anschauen, was die Botschaften der Maria-Erscheinungen sind. Nicht nur die berühmte in Fatima, die jeder kennt von 1917, sondern auch noch andere Maria-Botschaften. Ja? Und da kommen wir dann im Lauf noch hin. Aber danke, das war ein sehr interessanter Beitrag von dir, Max, den du hier beigebracht hast. Hast du noch was oder soll ich weiterfahren? Nee, wir können gerne fortfahren, ja. Gut. Aufgrund der Lehre von der leiblichen Himmelfahrt Maria, ne, also da wissen wir inzwischen, dass das natürlich eine Lüge war, die auch erst einige hundert Jahre nach Maria das Ableben überhaupt dogmatisiert wurde in der römisch-katholischen Kirche. Und außerdem sagt die Bibel ganz deutlich, ich weiß jetzt nicht wo genau, das kann der Max ja in der Zwischenzeit mal raussuchen, wenn er Lust hat, in der Bibel steht ganz deutlich drin, kein Mensch ist in den Himmel aufgefahren oder kein Mensch hat jemals den Himmel gesehen, wie auch immer, außer dem, der aus dem Himmel kam, Jesus Christus. Ja? Also eine leibliche Himmelfahrt von Maria gab es nicht. Aber da haben wir auch schon einige Storys hier in diesem Maria-Lexikon inzwischen gelesen. Aber da sie eben leiblich aufgefahren ist, kann es ja keine Körperreliquien von Maria geben. Ja, so ein Mist, ne, für die römisch-katholische Kirche. Sonst hätten sie ja versucht, noch irgendwelche Reliquien zu erfinden. Wie wir wissen, wir haben ja Babylon Mysterienreligion gelesen, haben sie ja von Jesus verschiedene Stellen, verschiedene Kirchen auf dieser Welt, die behaupten, ein Stück von Jesus Christus Vorhaut zu besitzen, von der Beschneidung, die er damals überlebt hat. Weil ansonsten gibt es ja auch von Jesus keine Körperreliquien, weil er ist ja auch in den Himmel aufgestiegen. Nicht auch, er ist in den Himmel aufgestiegen, er ist der Einzige, der aufgestiegen ist. Ja? Also es gibt leider keine Körperreliquien von Maria. Darum, jetzt kommt's, aber jetzt wird's interessant. Hoch verehrt ist darum aber der Gürtel der Maria, den sie nach der Überlieferung nach während ihrer Schwangerschaft aus Kamelhaar selbst anfertigte. Wow, sie hat also nach der Schwangerschaft, wenn das denn wahr ist, irgendwann mal einen Gürtel angefertigt und den gibt es noch. Das ist ein Relikt, das man heute natürlich in der römisch-katholischen Kirche sehr, sehr wertschätzt. Ja, da sind wir wieder in der völlig absurden Reliquienverehrung, die ja bis heute immer noch anhält. Ne? Also, ja, eine Reliquienverehrung, die wir auch nicht vergessen dürfen, die ja auch in Deutschland eine starke Tradition hatte, wenn wir doch nur mal an den Kurfürsten von Sachsen denken, der ja damals Martin Luther beschützt hatte, der hatte ja eine unglaublich große Reliquiensammlung, ne? Nach wie vor, ja, es ist immer noch aktuell. Da fällt mir übrigens auch die Folge von, das hatten wir auch mal hier in der Gruppe, mit diesem Kreuz, was wo irgendwie Holz gewesen sein sollte vom Jesuskreuz irgendwie, was da ja, versteigert wurde. Ja, das war Helena, die Mutter von Konstantin, die 326 nach Christus nach Jerusalem ging und die dort angeblich das wahre Kreuz Jesu Christi gefunden hat und davon ein paar Stücke nach Konstantinopel zu ihrem Sohn nach Konstantin geschickt hat. Und dann haben wir die Säule von Konstantin, die obendrauf eben auch eine Figur hatte, wo eben die wahren Kreuzstücke angeblich drin gewesen sein sollen. Ja, das meinst du, ne? Naja, ich meine, ja, das ist ein guter Einwurf von dir jetzt. Ich meinte aber eigentlich viel, viel aktueller in dieser Sendung, die irgendwie im Fernsehen läuft. Wie hieß die denn? Wo da Leute irgendwas verkaufen und dann gucken das irgendwie gut an. Ach so, ja, Bares für Rares. Ja, genau, genau. Also nochmal viel, viel aktueller, wo dann ja, da mit Staunen die Menschen sich da dieses Kreuz da angucken. Meint, ui, das ist ja vom Jesuskreuz, ja. Und da soll ein Stück vom echten Kreuz völlig dran sein. Völlig horrende Summe verkauft worden sein. Ja, ich glaube, also 40.000 Euro oder so. Ja, also war völlig, das, ne? Völlig absurd, ja, genau. Ja. Und das Einzige, was das beweisen sollte, war irgendwie ein Zettel. Also ne, mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Es ist also wirklich völlig, völlig absurd. Da wird bis heute immer noch Haufen Kohle mitverdient, nach wie vor. Ja, und ganz kurz nochmal zu der Maria Himmelfahrt. Aus der Bibel geht das ja vor in Johannes 3, 13. Genau. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Das war Johannes 3, 13. Richtig. Genau. Es war in einer weiter Ferne in meinem Gehirn ganz hinten. Danke, dass du es nochmal hervorholst. Ja. Gut, dann lesen wir mal weiter. Also, diesen Kamelhaargürtel, nicht wahr?
Weil Thomas, Thomas ist der ungläubige Apostel, ne? Der sagte von, lass mich dich anfassen, Jesus, weil wenn ich die Löcher in deinen Händen nicht fühle und wenn ich deinen Körper nicht fühle, wenn ich ihn anfasse, dann glaube ich nicht, dass du das bist. Der ist das hier. Weil dieser Thomas demnach bei ihrer leiblichen Aufnahme in den Himmel nicht anwesend war und diese auch bezweifelte, ah ja, der ungläubige Thomas, er bezweifelt alles, wo er nicht selbst bei war und was er nicht selbst gesehen hat und was er nicht selbst angefasst hat, erschien ihm Maria und überreichte ihm diesen Gürtel. Also, selbst wenn das so sein gewesen sein sollte, da muss man eben überlegen, dann mit anderen Worten kommt ein Geistwesen und überhändigt einem Menschen eine materielle Sache. Das glauben die hier tatsächlich. Und ausgerechnet Thomas suchen sie sich nach der Legende oder Überlieferung aus, der Jesus Christus schon nicht geglaubt hat. Seht ihr, dass hier die römisch-katholische Kirche auf einer wahren Begebenheit das gebraucht, um eine Lüge drauf aufzubauen? Und genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist das Problem in der römisch-katholischen Kirche. Sie baut alle Lügen auf Wahrheit auf, weil es kann die Lüge ja nur geben, wenn es eine Wahrheit gibt. Ja? Ich kann doch nur eine Lüge erzählen, wenn ich das erzähle, was eben unwahr ist. Das heißt, die Wahrheit muss ja da sein. Und die Wahrheit vergräbt die römisch-katholische Kirche so tief, dass da niemand nicht nachsucht, sondern dass jeder nur die Lüge annimmt, das Spiegelbild, das jedem vorgehalten wird und sagt, hier, das ist das. Grab nicht tiefer, such nicht, schau nicht hier, mach nicht da, lies nicht die Bibel, tu nicht dies, tu nicht das, schau einfach, was wir dir zeigen. Ja? Und deswegen sind die meisten Leute heutzutage genauso betrogen wie Thomas. Thomas hatte gegenüber uns einen ganz großen Vorteil. Er konnte Jesus Christus tatsächlich anfassen. Und Jesus Christus hat ihm auch gesagt, vielleicht kann Max ja auch diese Textstelle aus dem Evangelium eben raussuchen. Jesus Christus hat es ja auch noch gesagt, du Ungläubiger, du nur glaubst, was du siehst oder anfassen kannst, wie viel mehr müssen die im Glauben stehen, die glauben, nur weil sie glauben, was geschrieben steht. Ne? Also nach dem Motto, wir, die wir heute nicht die Möglichkeit haben, Jesus Christus in Fleisch zu sehen oder anzufassen, weil wir nicht dabei waren zu der Zeit, weil er heute nicht hier ist zu der Zeit, sondern wir glauben das eben, weil es geschrieben steht im Wort. Ja? Wie viel mehr müssen die anderen nicht glauben als du, Ungläubiger? So in dem Genre. Im Grunde genommen ist das auch Johannes 3. Es ist ein Vers vorher, heißt es, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Im Grunde genommen geht das ja da auch schon so drauf ein. Das ist jetzt nicht die Stelle von Thomas, aber das ist auch eine Stelle, die man damit vergleichen kann. Ja, wenn du Thomas eine Wortsuche machst im Neuen Testament, wirst du auf die Stelle wahrscheinlich kommen. Schau mal. Ich erinnere mich auch, dass es jetzt nicht das hier wortlautsgemäß ist, aber ich schaue nochmal. Ja, wie gesagt, bei mir ist das halt so, ich weiß, was in der Bibel steht, aber ich kann euch nicht sagen, in welchem Buch, in welchem Kapitel und in welchem Vers, aber ich weiß, dass es drin steht. Das ist schon mal was. Ne? So, das ist nun mal so. Ich bin eben ein, wie nennt man sowas? Fachidiot. Ja. Also, weil Thomas demnach bei ihrer leiblichen Aufnahme in den Himmel nicht anwesend war und diese dann auch bezweifelte, erschien ihm Maria und überreichte ihm diesen Gürtel. Dieser wird im Kloster Vatopediu auf dem Athos bewacht. Auch in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, wurde der angeblich echte Gürtel seit um 400 und dann in der 458 dafür errichteten Flachernenkirche verehrt. Die Reliquie im Dom in Prato in der Toskana erhebt ebenfalls den Anspruch, dieser Gürtel zu sein. Also wir haben schon drei verschiedene Stellen, die behaupten, diesen echten Gürtel zu haben. Weitere Gürtelreliquien liegen in Santa Maria Maggiore in Rom, in Aachen, im Dom in Köln, in Andex, wo die Mönche sich ganz gut darauf verstehen, Deutschlands bestes Bier zu brauen, soweit ich mich erinnere, das ich damals im Kloster getrunken hatte, 1985 oder 86, in Brügge hier in Belgien, Arras und Prag. Tja, also das sind oben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Stellen, wo jedes Mal angeblich die Gürtelreliquien liegen. Ja, muss ich da wirklich noch einen Kommentar zu sagen?
Nee, ich glaube nicht. Wie glaubwürdig ist das? Ja. In vielen Teilen der Welt existieren Marienwallfahrtsstätten. Im spanischen Kloster Montserrat verehrt man seit dem 12. Jahrhundert die schwarze Madonna. Die Ikone der Jungfrau, Czechistowa, steht in Polen seit dem 14. Jahrhundert, zieht in Polen seit dem 14. Jahrhundert zahlreiche Pilger an. Als 1655 die lutherischen Schweden vor Czechistowa standen, aber nach 40 Tagen die Belagerung abbrachen, wurde dies der schwarzen Madonna zugeschrieben. Daraufhin stellte der polnische König Jan III. Kazimierz die Länder seines Königreichs unter ihren Schutz und erhob sie zur Königin Polens. Und hier sehen wir die schwarze Madonna in Czechistochau oder Czechistowa, wie auch immer man das schreibt. Czechistochau ist die deutsche Schreibweise, diese hier. Und Czechistowa ist wohl die internationale, wahrscheinlich englische Schreibweise. Schwarze Madonna, goldene Krone, Engel rechts und links, satanische Sterne obendran und ein Kind auf dem Arm natürlich. Die schwarzen Madonnen sind auch nur anderswo nur selten durch Farbveränderung, Alter, Kerzen oder Weihrauch geschwärzt, sondern schwarz angelegt mit Beziehung auf das Hohelied 1,5. Ich bin schwarz, aber schön. Schwarze Göttinnen lagen vielen antiken Kulten zugrunde. Das Bild unserer Jungfrau von Guadalupe erinnert an eine Erscheinung, die 1531 stattgefunden haben soll. Auch im 19. Jahrhundert kam es zu einer Reihe solcher Visionen, die zur Entstehung neuer Wallfahrtszentren führten. So in Paris seit 1830, in Lourdes auf dem Grund der Vision der Bernadette Soubirous seit 1858, im irischen Knock im County Mayo seit 1879, in Fatima in Portugal nach den Marienerscheinungen vor Lucia de Jesus und ihren Verwandten seit 1917. Und lasst euch versichert von mir sein, über diese Marienerscheinungen gehen wir sehr intensiv in dem Buch ein. Der bedeutendste Marienwallfahrtsort in Deutschland ist Altötting, wo in der Gnadenkapelle das Bild der schwarzen Muttergottes aufbewahrt ist. Die Gnadenkapelle stammt in ihrem Grundbestand aus dem 8. Jahrhundert. Um 1330 kam das in Burgund oder am Oberrhein entstandene frühgotische Bild einer stehenden Muttergottes mit dem Jesuskind nach Altötting. Seitdem ist die Wallfahrt bezeugt. Die Wallfahrt in Kevelaar am Niederrhein geht zurück auf eine Vision des Kaufmanns Hendrik Bussmann, der danach 1642 die Kapelle errichtete. Und einer weiteren Vision seiner Frau, die zum Erwerb eines Abbildes des Luxemburger Gnadenbildes Maria Consolatrix Afflictorum, Maria Trösterin der Betrübten, führte. Also das heißt das, ne? Gnadenbild Maria Consolatrix Afflictorum heißt Maria Trösterin der Betrübten. Nachdem 1647 die Synode in Venlo, das ist in Niederlande heute, kennt ihr, das ist Grenzübergang, nachdem also 1647 die Synode in Venlo die Vorgänge geprüft und den Wallfahrtsort anerkannt hatte, entwickelte sich die Zahl der Besucher auf heute 800.000 pro Jahr und werden eine große Zahl von Wunderheilungen berichtet. Und hier sehen wir auch wieder ein Bild über die leidende Maria aus dem 16. Jahrhundert in der Kathedrale in Toledo in Spanien. Die Verehrung der Maria eröffnet den Gläubigen Trost, Beistand und Hilfe aus weiblich-mütterlicher Sicht zu erfahren. Maria bringt das fürsorglich-zärtliche Element in eine sonst weithin von Männern beherrschte Kirche und eine weitgehend von männlichen Bildern geprägte Gottesvorstellung. Auch Protestanten lernen nach den Exzessen der Reformation die Bedeutung Marias zu erkennen als Frau, die alle Leiden des weiblichen Geschlechts durchstanden hat. Schwangerschaft, uneheliche Mutterschaft. Na, also da muss ich lachen, wenn ich uneheliche Mutterschaft lese, weil ich davon ausgehe, dass sie sehr kurze Zeit, nachdem sie Jesus Christus geboren hat, mit ihrem Mann sich vermählt hat und von daher verheiratet war. Aber das bestreitet natürlich die römisch-katholische Kirche.
Also Schwangerschaft unterstütze ich, uneheliche Mutterschaft unterstütze ich nicht. Armut unterstütze ich. Deswegen ist immer so komisch, dass sie immer so reich geschmückt dargestellt wird. Schaut hier, ne? Das jetzt hier ist die schwarze Madonna, aber ist dasselbe. Eben, das Bild hatten wir ja gerade eben schon. Die goldene Krone, die teuren Kleider, mit denen sie ausgestattet ist, das spricht ja nun nicht gerade von einer armen Person. Flüchtlingselend. Ja, aber das war doch nur kurz. Das war doch nur zu der Zeit, wo sie nach Ägypten flohen und von da zurückgekommen sind. Witwendasein, da ist überhaupt nichts von der Bibel festgehalten. Das ist zwar eine logische Schlussfolgerung, aber es geht da nicht draus hervor. Selbst wenn man dann sagt, okay, Jesus am Kreuz hat ja gesagt zu Johannes, siehe deine Mutter und zu Johannes, siehe dein Sohn und zu Johannes, siehe deine Mutter, dass sie also wohl eine Witwe war, aber es wurde sich ja um sie gekümmert, also Witwendasein, gut, das unterstreiche ich dann mal. Unverständnis bis zur Zurückweisung durch den Sohn. Jetzt wird's hart. Jetzt wird's wirklich hart. Jetzt werden sie persönlich. Jetzt greifen sie Jesus Christus ganz persönlich an hier. Im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Verse 31 bis 35, habe ich mir das rausgesucht. Ja. Da steht nämlich geschrieben, die wahren Verwandten Jesu. Und da müsst ihr mir jetzt mal sagen, wenn wir das lesen, ist das Zurückweisung durch den Sohn oder ist das nur eine fehlende Anerkennung, wie auch immer man es nennen will. Schauen wir mal, was die Bibel schreibt. Da kamen seine Brüder und seine Mutter. Sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter? Oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann ist das hier nichts anderes, als was an anderer Stelle in der Bibel geschrieben steht, wo Jesus Christus sagt, wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter, Bruder oder Schwester lieber hat als mich, der ist meiner nicht wert. Man muss eine Entscheidung treffen, ob man entweder dem Fleischlichen folgt oder ob man dem Geistlichen folgt. Und wenn Maria, was sie ja im ersten Lukas-Evangelium ganz deutlich gesagt hat, sich freut über Gott, ihren Erlöser, ja, und seine Gesetze tut, dann ist sie seine Schwester, seine Mutter, dann ist sie eine von denen, die Jesus Christus hier in Vers 35 erwähnt. Jesus Christus macht hier ganz deutlich den Punkt, es ist nicht wichtig, wer euer biologischer Vater oder eure biologische Mutter oder euer biologischer Bruder ist. Es geht darum, dass ihr versteht, dass ihr Brüder im Geiste seid. Brüder im Geiste und Brüder in der Wahrheit. Denn so will Gott angebetet werden, im Geist und in der Wahrheit. Und nicht durch Fleisch und Blut und nicht durch materialistische Dinge. Weil diese Erde und diese Himmel, diese ganzen materialistischen Dinge werden vergehen. Und es wird eine neue Erde kommen, es wird ein neuer Himmel kommen. Und entweder ist er aus neuem, unkorrumpierbarem Material gemacht oder es ist gar kein Material. Weiß ich nicht, war noch nicht da, hab's noch nicht gesehen, spielt auch keine Rolle. Jesus Christus legt hier ganz deutlich den Punkt, diejenigen sind meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern, die Gottes Wort befolgen. Und dann kannst du dich meine Mutter, mein Vater oder mein Bruder oder wie auch immer nennen. Und alles andere ist mir, nach dem Motto, ist mir egal. Es geht um das Geistliche. Ja? Es geht nicht darum, ich meine, wir haben doch diese andere Stelle, wo er seine Jünger versammelt, ich habe das nochmal angeholt, und einer seiner Jünger sagt, ja Jesus, ich komme gleich mit dir, aber lass mich erstmal noch meinen Vater begraben, der ist gerade gestorben, wo Jesus sagt, lass die Toten begraben. Das ist genau das, was er hier auch meint. Diejenigen, die geistig tot sind, auch wenn sie im Fleisch hier noch leben, sind aber geistig tot. Und mit denen muss man sich nicht abgeben, von denen muss man sich absondern, steht an mehreren Stellen in der Bibel. Genau das sagt er hier im Grunde auch.
wenn meine Mutter und meine Brüder draußen sind und mich sprechen wollen, wer sind denn meine Mutter und meine Brüder? Diejenigen, die hier sitzen und den Willen Gottes tun. Der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Punkt. Aus. Das heißt aber doch nicht, dass er Maria zurückweist, wie hier in den Text steht. Das hat doch mit Zurückweisung nichts zu tun. Im Gegenteil, das hat damit zu tun von Mutter. Entweder befolgst du den Willen Gottes und dann bist du meine Schwester oder meine Mutter, wie auch immer. Oder du tust es nicht und dann bist du es nicht. Das ist keine Zurückweisung. Ich würde es eher eine Zurechtweisung nennen. Hast du da vielleicht noch einen Kommentar zu, Max? Ja, das ist im Grunde genommen, hast du schon sehr schön zusammengefasst. Das ist genau das, das ist aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Kapitel 9, Verse relativ weit hinten, Verse, können wir eigentlich alle lesen, 57 bis 61. Warte mal, dann mach ich mal eben auf, ja. Lukas, und dann was? Kapitel 9, Verse 57 bis 61. Okay. Möchtest du lesen? Vom Preis der Nachfolge nennt sich das eigentlich. Mhm. Ja, ich hab's hier. Okay, lies mal. Ja, kannst du ruhig lesen, wenn du magst. Okay. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Wege zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und ich habe noch eine andere Stelle, die hiermit im Grunde einhergeht. Und das kennt ihr alle. Lot und seine Familie ziehen aus Sodom aus. Und Lots Frau dreht sich um und erstarrt zur Salzsäule. Sie konnte dieses Leben nicht loslassen und wurde dafür bestraft. Genau das ist dieser Punkt hier auch, den wir gerade gelesen haben. Nicht wahr, genau. Max? Ja, vollkommen richtig. Ja, es geht eigentlich im Grunde genommen, wie du schon richtig erläutert hast, dass man eben das Weltliche über das Geistige stellt und dass man dann das dem Reich Gottes nicht wert ist. Ja. Dass man also bereit sein muss, die weltlichen Dinge hinter Gott zu stellen. Ja, oder zurückzulassen, ja. Zurückzulassen, genau. Ja, so muss man das sagen, ja. Nee, vollkommen richtig. Hast du vollkommen richtig raus. Die eine Stelle war, das war jetzt nicht die Stelle, die du, glaube ich, angeholt hattest, ne, mit dem wer Mutter und Vater mehr ehrt als Nein, ich hatte diese Stelle, die du gerade eben genannt hast, Lukas 9, 51 bis 57, die hatte ich ja vorher bereits angeholt. Das war ja schön, ja, dass wir die jetzt haben lesen können. Ne, das andere war wieder eine andere Stelle, ne? Ja, die war woanders. Da weiß ich jetzt aber auch nicht genau, wo. Das ist ja manchmal so. Ja, das fällt mir genauso schwer wie dir. Also. Ist ja auch nicht so wild. Die Leute können ja ihre eigenen Untersuchungen anschauen, können das selber nachschlagen. Wir sagen ja, es ist wahr, es steht in der Bibel. Wie gesagt, ich weiß nicht immer, welches Buch, welches Kapitel oder welcher Vers das ist, aber man kann es nachschauen, weil es steht drin. Und man findet das ja, wenn man eine Schlagwörtersuche macht, entweder auf Stichwortsuche, entweder im PDF oder online oder was kann man das ja auch machen. Kann einen Satz eingeben in Google, kann sagen so und so Bibel und dann kommt die Bibel ja mit oder das Internet mit Vorschlägen, wo man das finden kann. Und die Leute sollen ja auch selbst ein wenig nachsuchen. Ja. Wir haben jetzt also gut, ja, ich will dir vollkommen beipflichten, Leute, lest selber die Bibel. Ne? Das ist wirklich das Wichtigste, was man tun kann in dieser Welt. Das sollte jedem bewusst sein. Ich habe es jetzt gerade gefunden, deshalb sage ich das. Okay, prima. Wo steht es denn? Matthäus 10, 37 ist das. Okay, dann gucken wir mal eben in Matthäus. Matthäus 10, 37. Mal eben gucken. Kapitel 10 will sie hier nicht aufschlagen. So, 10,37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren.
Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist eine Falschübersetzung. Das heißt nämlich im Englischen, glaube ich, der, der sein Leben hasst, der wird es gewinnen. Und wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben hasst, der wird es gewinnen. Meine ich zumindest. Schauen wir mal eben in der König James nach. Muss ich mal eben die König James aufmachen in Matthäus. Kleine Sekunde. Das war 10. Vers 37. Ja, das war jetzt 39, den du meinst, der wahrscheinlich falsch übersetzt ist. Ja, ich glaube, da war irgendwas. Ja, he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. Nee, okay, dann ist das gut übersetzt. Das war eine andere Stelle, die ich meinte. Ja. Dann stand das nochmal so drin. Okay. Aber es kann ja trotzdem nicht schaden, darauf hinzuweisen, gleicht es noch immer alles mal ab mit der, wenn ihr da einen wichtigen Vers habt oder gerade Verse, wo man nicht genau den Zusammenhang einem so, sich sofort erschließt, dann rät es sich wirklich immer an, direkt mal in die King James Version 1611 zu schauen. Da ist es dann wirklich viel erhellender formuliert meistens. Ja. Also, ja. Das stimmt. Gut, dann fahren wir noch mal ein wenig fort in unserem Text. Wir sind ja auch beinahe hiermit durch. Aber wie gesagt, ich bin hier nicht mit einverstanden, dass es um eine Zurückweisung geht. Vor allen Dingen, weil er ja auch Maria selbst gar nicht anspricht. Er spricht ja die Leute an, die sie darauf hinweisen, dass seine Mutter und seine Brüder da draußen stehen. Er weist sie auch nicht zurück, seine Mutter, sondern er weist lediglich auf den Punkt, derjenige ist meine Mutter oder mein Bruder oder meine Schwester, der den Willen Gottes befolgt. Okay? Und schließlich den schrecklichen Tod ihres Kindes. Ja, den hat sie miterlebt, das stimmt. Neu zu entdecken ist Maria auch als Frau, die geschildert wird als zum Kreis der Apostel gehörend. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 13 und fortfolgende. Nun, dann müssen wir uns nochmal eben die Apostelgeschichte aufschlagen. Kapitel 1, Vers 13 fortfolgende. Da steht geschrieben, und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. So, also all diese gerade eben genannten Jünger, die dann Apostel wurden, blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu. Das heißt, mit anderen Frauen auch noch. Warum steht dann hier nicht auch noch drin, dass andere Frauen auch zu dem Apostelkreis gehören? Weil es fährt dann fort und da wird gesagt, und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen, ihr Männer und Brüder. Oh, hier wird aber keine Maria oder keine Frau angesprochen. Wir sind in Vers 16. Ihr Männer und Brüder, es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, welcher denen, die Jesus empfangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Denn er wurde zu uns gezielt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Und so weiter und so weiter. Hier steht nichts von Maria. Und hier steht auch nicht, dass Maria in den Kreis der Apostel aufgenommen wurde. Und auch sonst in der ganzen Bibel steht nicht irgendwo drin, dass es überhaupt einen weiblichen Apostel jemals gegeben hat. Also das ist wieder eine typisch römisch-katholische Auslegung, weil außer in Vers 14, wo Maria erwähnt wird neben anderen Frauen, wird sie nicht mehr erwähnt. Und dann, warum schreiben sie denn hier nicht, neu zu entdecken ist Maria auch als Frau, die geschildert wird, neben anderen Frauen als zum Kreis der Apostel gehörend, Apostelgeschichte 1, 13 fortfolgende. Weil es steht deutlich geschrieben, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Je mehr ich von dieser römisch-katholischen Kirche lehre, desto wütender es mich macht, dass so viele Leute auf diese leichten Lügen reinfallen. Ich verstehe es einfach nicht. Mach die Bibel auf und lese dann selber. Was steht denn da? Da steht das, was ich gerade vorgelesen habe und was ich ganz deutlich an dem messe, was hier stehe. Und da ist das, was hier steht auf diesem PDF, was die römisch-katholische Kirche lehrt, ist nicht wahr. Ja, Max, du wolltest noch was sagen.
Nee, ja, mich nervt das auch tierisch hier. Das ist wieder mal so eine krasse Falschauslegung der Heiligen Schrift ist einfach. Ja, ist halt schon frech auch. Ja. Also ich, ja gut, aber nichts anderes erzählt uns im Grunde genommen das Heiligen Lexikon von Anfang an. Ne? Also ja, das sollte jedem irgendwo so langsam auch deutlichst erkennbar sein, denke ich, an der Stelle. Ja, außerdem geht der Satz noch ein wenig weiter und da wird er ja noch deutlicher. Und da ist ganz deutlich, welcher Geist hinter den Leuten steckt, die diese Webseite hier geschrieben haben. Denn wir lesen weiter. Überdeutlich ist die Tendenz der Zeugnisse, die Rolle von Frauen in der jungen Kirche klein zu reden, an vielen Stellen des Neuen Testaments. Paulus erwähnte Marias Namen nicht ein einziges Mal. Wenn Maria in den Kreis der Apostel gehört hätte, dann hätte Paulus sie so sicher erwähnt, wie er andere Apostel erwähnt hat, später im Leben in seinen Episteln. Paulus erwähnte Maria nicht ein einziges Mal. Warum nicht? Weil Maria nicht wichtig ist. Wichtig ist Jesus Christus und die Botschaft, die Paulus zu den Heiden trägt. Das ist wichtig. Das Evangelium ist wichtig. Und nicht irgendeine Frau, und ich will sie jetzt gar nicht beleidigen sagen, die ihre Rolle damit erfüllt hat, dass sie ein Kind zur Welt gebracht hat. Ein ganz besonderes Kind, ja. Ein Menschen, der gleichzeitig 100% Gott und 100% Mensch war. Den zweiten Adam auf die Welt gebracht hat. Wo der erste Adam aus dem Boden der Erde geschaffen wurde, wurde der zweite Adam aus dem Schoß einer Frau geboren. Aber er war der zweite Adam. Er ist der zweite Adam. Und damit hat sie ihre, ich sage es mal ganz einfach, Pflicht und Schuldigkeit getan. Weiter ist sie nicht wichtig. Jetzt noch mal eben, müssen wir doch mal ganz kurz eben darüber nachdenken. Dieser Artikel sagt ja hier, dass die Frauen im Grunde hier nicht genügend erwähnt werden. In einer Männerwelt. Ja, aber dann kann ich doch auch anführen, ja, warum wird dann Josef nicht mehr erwähnt? Warum bekommt denn dann Josef nicht eine wichtigere Rolle zugeschrieben? Warum spricht man dann von Josef nicht mehr in der Bibel? Weil Josef eine ähnliche Funktion hatte wie die Maria, biblisch gesehen. Er war nur der legitime Stiefvater Jesu Christus. Er war derjenige, der mit Maria vertraut sein musste. Ich sage jetzt extra vertraut, ja, nicht getraut, also verheiratet, sondern vertraut, verlobt sein musste, um in der Welt, wie sie damals war, nach außen hin als Ehemann erscheinen zu können, dass wenn Maria ein Kind gebärt, obwohl sie nur Jungfrau ist und keinen Mann gekannt hat, wie sie selbst sagte, dass sie von den Juden nicht verstoßen werden würde. Sie durfte ja nicht verstoßen werden, weil sie schwanger war mit Jesus Christus. Aber warum wird denn dann Josef nicht weiter erwähnt? Warum geht dann auch die römisch-katholische Kirche nicht vielmehr auf Josef ein, wo es doch eine von Männern beherrschte Welt war? Warum wendet sich die römisch-katholische Kirche auf einmal dazu, die Frauen so zu erheben? Passt auf, ich habe nichts gegen Frauen, ne? Aber wer das System dahinter nicht versteht, der wird nie verstehen, wofür die römisch-katholische Kirche steht. Und jetzt werde ich mal eben ein Bild raussuchen und dann werde ich euch zeigen, wofür die römisch-katholische Kirche im Grunde steht. Ja, da kann ich ja mal kurz noch auf die Bibel eingehen, weil im Grunde genommen, wenn hier geschrieben wird, dass hier Frauen klein geredet werden, dann wissen wir auf der anderen Seite aber, dass das von der Bibel, vom Heiligen Wort Gottes eben selber gesagt wird, dass Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Also Maria hier als Apostel irgendwie darzustellen und auf der anderen Seite zu sagen, Paulus würde Maria klein reden. Der Paulus erwähnt sie nicht mal. Ja, genau, so nach dem Motto. Ne? Aber hier, warum Maria jetzt kein Apostel ist, da lernen wir im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 33 und folgende, also Vers 34 ist das, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Also hier jetzt von der römisch-katholischen Kirche behauptet, Maria sei ein Apostel, wie in Apostelgeschichte 1, Vers 13 folgende, ist ja sowieso schon mal totaler Humbug. Aber dass jetzt Paulus sie jetzt irgendwie klein zu reden versucht oder so, nur weil er sie nicht erwähnt. Ja, warum erwähnt er sie denn nicht? Ja, weil sie eben kein Apostel war.
Ja. Es geht uns hier ja auch jetzt nicht irgendwie darum, dass wir jetzt hier Maria kleinreden oder schlecht machen. Ja, aber wir messen sie nun mal nur an dem, was uns vom Wort Gottes gegeben ist. Und da gibt sich ja ein ganz anderes Bild als das, was die römisch-katholische Kirche uns hier verkaufen will. Amen. Also, ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich wollte mal kurz ein Bild eben zeigen. Und jetzt werden einige Leute sagen, was hat denn das damit zu tun? Schaut mal. Das Bild ist eine Darstellung des Baphomet. As above, so below, ja, wie oben, wie unten, also wie im Himmel, so auf Erden, bla bla bla. Der Baphomet hat was? Er hat geschlechtliche Merkmale einer Frau durch Brüste zu haben. Und er hat geschlechtliche Merkmale eines Mannes durch einen Phallus zu haben, der hier mit einem Stab dargestellt wird, von zwei Schlangen umkreist. Das heißt also, die neue Weltordnung, und jetzt werden einige Leute im Sessel umkippen und werden sagen, ach so, deswegen. Die neue Weltordnung kennt kein Mann und Frau mehr. Sie kennt die zwei Geschlechter vereint in einem. Alles eins machen, meine lieben Brüder und Schwestern, was heißt das denn? Das heißt auch, dass es keinen Mann und Frau mehr geben darf. Und versteht ihr jetzt vielleicht die Gender-Agenda in dieser Welt? Warum es 25.000 Geschlechter auf einmal gibt? Männchen, Fräulein und selbst zu bestimmen? Divers, und solche Dinge? Stimmt, divers, ja, genau. Kann man jetzt offiziell ankreuzen, hier Stadt Magdeburg, ne? Ja. Einfach mal auf die Stadtwebseite gehen, kann man divers überall ankreuzen, genau wie an der Uni auch. Ja. Stimmt, ja. Und das ist nur deswegen, weil eben die ursprünglichen Geschlechter, wie sie von Gott geschaffen wurden, Mann und Frau, in der neuen luziferianischen Weltordnung abgeschafft werden. Und dafür muss ich Mann und Frau eins machen. Wenn ich aber Mann und Frau eins machen will und ich komme aus einer Geschichte, in der immer der Mann dominant war, ja, wir sprechen ja von einer patriarchischen Bibel, und die Frau dominiert wurde, dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass die Frau gleichberechtigt wird. Oh, jetzt kriegt auf einmal die Emanzipation einen ganz anderen Gesichtspunkt. Und wenn die beiden gleichberechtigt sind, dann mache ich sie eins. Aber nicht, wie in der Bibel ordiniert, dass die zwei ein Fleisch werden, sondern ich mache sie eins, indem ich Männchen und Fräulein zusammenfüge und da ein neues Geschlecht rausmache, das androgen ist. Und das ist genau das, was der Baphomet hier darstellt. Und der Baphomet ist nichts weiter als eine Darstellung des Satan, des Luzifer. Ob ihr jetzt Luzifer nehmt oder Satan, spielt keine Rolle, ist beides dieselbe Soße. Luzifer hieß er als Engel im Himmel, ein schützender Cherub, der aus dem Himmel geschmissen wurde auf die Erde und sein Name in Satan verändert wurde. Könnt ihr lesen in Offenbarung Kapitel 12. Das ist die Agenda dahinter. Die ganze Marienverehrung läuft im Grunde darauf hinaus, Frauen zu erheben zu einem Status, den sie biblisch nicht haben, Männer gleichzeitig in ihrem Status, den sie in der Bibel haben, diesen Status wegzunehmen und dann die 2:1 zu vermischen. Und eine unkenntliche oder unerkenntliche Mischung daraus hervorzubringen. Das ist die Agenda, meine lieben Brüder und Schwestern. Jetzt seht ihr diese Lesung vielleicht in einem anderen Licht. Ich weiß nicht, was du dazu zu sagen hast, Max. War dir das so weit bewusst? Ja, so deutlich jetzt an der Stelle, ja, im Grunde genommen, bin mir gar nicht so sicher, irgendwo schon. Ich habe jetzt den Bezug jetzt zum Baphomet und Buffy, So Below gar nicht hergestellt. Aber im Grunde genommen schließt das alles, was wir bisher gelernt haben in diesem heiligen Lexikon, schließt das alles mit ein. Die ganze Doktrin, die wir von klein auf gelehrt bekommen, auch in unserem Land hier, das schließt das alles mit ein und deshalb ist das auch sehr berechtigt, hier mal einen Schwenk zur Gender-Agenda zu machen. Das ist ja auch eine sehr sehenswerte Lesung bisher umfasst. Ich weiß gar nicht, wie viele Lesungen habt ihr jetzt schon auf jeden Fall eine Stange? 49 haben wir gemacht, ja. Aber die letzten haben ja nichts mehr mit Gender zu tun, die haben ja mehr mit der satanischen Musikagenda zu tun, ne? Ja, okay, gut, ihr geht da noch mehr auf die Industrie ein und die Showbusiness und so, Hollywood und dergleichen. Nichtsdestotrotz, was mir halt hier auffällt anhand dieses Artikels, den wir lesen, das ist ja eigentlich nur ein kleiner Auszug der römisch-katholischen Doktrin, der auf Maria bezogen ist. Aber da kann man doch mal sehen, was da für eine Tragweite eigentlich hintersteht, worauf das eigentlich alles abzielt und wie deutlich man, ich muss es so deutlich sagen, wie deutlich man eigentlich Satan dahinter erkennt, wenn man denn
mit biblischen offenen Augen sich solche Artikel mal durchliest. Ja, und das schockiert mich eigentlich immer wieder, wie offensichtlich das doch ist, ja, wo solche Texte halt auch schon ja teilweise sehr alt sind, also auch in der dunklen Zeit des Mittelalters überall von der Kanzel gepredigt wurden. Und was muss das nicht für eine schlimme Zeit gewesen sein, wo die Leute die Bibel nicht kannten und sprich da sowas, was wir heute lesen, da einfach von der Kanzel gepredigt wurde und die Leute das für bare Münze nehmen mussten und ja, sich nicht einfach besser zu helfen wussten, weil die Bibel ein verbotenes Buch war. Also da danke ich dem Herrn, dass wir heute die Möglichkeit haben, die Bibel zu lesen. Und ich bin überaus erstaunt, dass wir aus so einem kleinen Artikel hier solche Zusammenhänge erkennen können. Ne? Das ist halt wirklich... Das können wir nur, weil der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leitet, mein lieber Bruder. Ja, so ist es. Also diese Erkenntnis ist mir nicht gegeben, um das so daraus zu ziehen. Diese Erkenntnis ist dir nicht gegeben. Aber weil wir uns in der Wahrheit hier zusammengefunden haben, leitet der Heilige Geist uns in alle Wahrheit, genauso wie Jesus Christus versprochen hat. Er hat gesagt, ich muss gehen, denn wenn ich nicht gehe, kann der Tröster nicht kommen und der Tröster wird euch in alle Wahrheit leiten. Amen. Ja, so ist es. Kann ich nur bestätigen. Also ich musste auch schon dran denken, als es hieß, Frauen klein geredet, wo ja heute sehr viel Emanzipation und so dergleichen betrieben wird. Aber jetzt den Zusammenhang so direkt habe ich nicht gesehen. Ja, aber es erstaunt mich trotzdem gleichermaßen. Ja. Schau, die meisten Leute sprechen ja von der Emanzipation aufgrund dessen, was Aaron Russo damals sagte. Aaron Russo hat ja damals ein Interview bekannt gemacht, das er hatte mit Rothschild. Da war er ja sehr gut befreundet mit. Aaron Russo hat ja ein paar interessante Filme gemacht, den könnt ihr ja alle mal googeln. Und in einem Interview hat er halt gesagt, er hat den Rockefeller also gefragt, sag mal, du steckst doch hinter der ganzen Emanzipation, warum hast du das überhaupt gemacht? Und er sagte, ja, ist doch logisch, sagt er, wir konnten ja bis jetzt nur 50% der Bevölkerung besteuern. Also mussten wir dafür sorgen, dass die Frauen gleichberechtigt werden und auch mit an Arbeiten gehen, weil dann können wir ja auf einmal die doppelte Menge von Menschen besteuern. Und jeder hat das aufgenommen und gesagt, ja, oh, das ist der Grund. Aber keiner hat sich mal Gedanken darüber gemacht, dass hinter einer materialistischen, weltlichen, säkularen oder hinter einem weltlichen, materialistischen und säkularen Grund vielleicht auch ein geistiger Hintergrund bestehen kann. Und genau diesen geistigen Hintergrund, den haben wir gerade eben oder habe ich gerade eben euch deutlich gemacht. Und wenn ihr mir beweisen könnt, dass das nicht so ist, ja, wollen wir mal sehen, wie weit ihr mir das noch beweisen könnt, wenn wir mit dieser Lesung durch sind. Und vor allen Dingen, wenn wir das ganze Buch, was ja hier als englischer Titel im Augenblick noch im Bild eingeblendet ist, wenn wir das ganze Buch gelesen haben. Weil schließlich ist der Untertitel des englischen Buches ja, wie die Maria-Erscheinungen planen, alle Religionen unter der römisch-katholischen Kirche zu vereinen. Also, die Frau wird gebraucht, um alle zu vereinen. Und wir werden dann ja sehen, wie diese Frau es im Grunde schafft, um gegen die Männer zu kämpfen. Anstatt dass die Mann und Frau sich zusammentun und gegen den Satan zu kämpfen, werden in der neuen Weltordnung die Frauen gegen die Männer aufgehetzt. Und die Frauen oder die Männer, die ein traditionelles Rollenbild haben, denen wird das Rollenbild weggenommen. Dadurch, dass sie jetzt auf einmal zu Hause bleiben, die Kinder erziehen und das Haus putzen, anstatt rauszugehen und das Geld zu verdienen und für ihre Frau zu sorgen, wie sich das gehört, als Haupt der Familie. Biblisch ordiniert ist der Mann das Haupt der Familie, ob euch das jetzt gefällt oder nicht. Das ist auch keine Wertung, die ich daran abgebe. Das ist einfach so. Jesus ist das Haupt der Kirche. Der Mann ist das Haupt der Familie. Und damit ist der Mann eben auch das Haupt der Frau. Genauso wie Jesus das Haupt des Mannes in der Kirche ist. Ob euch das gefällt oder nicht. Das ist so. Das ist die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Das lässt sich nicht diskutieren. Das muss ich annehmen oder ich kann es verwerfen. Mit allen Konsequenzen. Ich für meinen Teil habe entschieden, es anzunehmen. Max für seinen Teil hat entschieden, es anzunehmen. Und wenn man das tut, dann eröffnen sich auf einmal Wahrheiten, wie man sie so noch nie eher irgendwo gesehen, gehört, gelesen oder sonst wie studiert hat. Gut, lass uns noch mal kurz fortfahren in dem Artikel. Wir haben nicht mehr viel und wir sind schon fast bei einer Stunde. Ich möchte den Artikel aber eben noch zu Ende bringen. Also, wir haben gerade eben deutlich diesen Punkt besprochen. Und zur Not lest es nochmal für euch selber. Lest Apostelgeschichte 1, 13, fortfolgende Verse nochmal. Messt das, was ihr dann in der Bibel lest, an dem, was hier in diesem Artikel geschrieben steht, ob es wahr ist.
und stellt euch die Frage, warum hat Paulus Maria niemals erwähnt? Unabhängig von allen konfessionellen und dogmatischen Differenzen bleibt Maria die Frau, die als Mädchen aus dem Volk von Gott begnadet wurde, im Glauben lernen und reifen konnte und zu den ersten Nachfolgern und Zeugen ihres Sohnes wurde. Somit allen Christen und besonders den Frauen ein bleibendes Vorbild. In Mitteleuropa wurde die Schwalbe zu einem Attribut von Maria, also nicht mehr ein Attribut des Heiligen Geistes, wie wir es aus der Bibel kennen. Nein, die Schwalbe wurde zu einem, wurde die Schwalbe also zu einem Attribut von Maria, weil sie um Maria Verkündigung aus dem Süden kommen und um Maria Geburt wieder dorthin abfliegen sollte. Ja, so kann man eben auch Dinge erfinden, ne? Man nimmt eben die Schwalbe und dichtet da irgendwelche Dinge zu. Die kommt aus dem Süden und fliegt da wieder hin und damit macht sie also die Maria-Verkündigung und Maria-Geburt. Logisch symbolisiert sie das. Ja. Dann gibt es noch katholische Gedenktage. Die katholische Kirche verehrt mit besonderer Liebe Maria, die selige Gottesgebärerin, die durch ein unzerreißbares Band mit dem Heilswerk ihres Sohnes verbunden ist. Sacrosanctum Concilium. Diese Verehrung stellt nach den Worten von Antichrist Papst Paul VI. Die goldene Regel christlicher Frömmigkeit dar. Marialis Cultus von 1974. Also mit anderen Worten, ich kann nur christlich fromm sein, wenn ich an den Kult der Maria glaube, nach der römisch-katholischen Kirche. Und das ist im Grunde, worum dieses ganze Papier hier ging. Dass wir das im Grunde verstehen. Mit all diesen ganzen Geschichten, Legenden und Märchen, die sie hier angeholt haben, wollen sie euch nur dazu bringen, am Ende zu sagen, okay, ich akzeptiere Maria, ich akzeptiere den Kult der Maria, denn nur dadurch kann ich in der römisch-katholischen Kirche meine Errettung finden. Und dann fährt der Artikel fort mit den Daten der Marienfeste. Ja, und das kann man sich da mal durchlesen. Das sind, wie gesagt, die nächsten 26 Seiten. Ich habe hier reingeschrieben, dass hier die Lesung dieses Artikels endet. Es geht nur noch um die Daten in der römisch-katholischen Kirche und anderen Religionsgemeinschaften. Und das überlasse ich dem Selbststudium, weil das Papier macht Max ja als Anhang zu dem Buch, nehme ich mal an, bekannt. Und außerdem ist ja auch der Link zur Internetseite, wo ich dieses PDF rausgemacht habe, auch in der Beschreibungsbox dieses Videos, dann kann jeder sich das bereits jetzt schon anschauen. Und wie gesagt, ich gehe hier nicht weiter drauf ein, hier kommen noch ein paar Bilder und dann sehen wir noch die ganzen verschiedenen Feiertage, 5. Mai, 1. Samstag im Mai, Dominikanerorden, 8. Mai und so weiter, ein paar Bilder. Hochfest der Maria auf Menorca, also den Balearischen Inseln, Spanien, wie das da gefeiert wird, dann Samstag, der 2. Sonntag im Mai, das ist ja auch unser Muttertag, wie man das so schön nennt, und so weiter und so weiter. Da kann man ja mal durchscrollen, das könnt ihr euch ja gerne angucken. Das ist aber für unsere Lesung nicht weiter relevant. Nein, das ist nicht weiter relevant für unsere Lesung und deswegen findet heute unsere 5. Lesung genau hier ihr Ende. Mit dem Abschluss dieses Papieres, nächstes Mal gehen wir in dieses Papier hier. Sind Erscheinungen der Maria, so zum Beispiel die unserer lieben Frau von Fatima, wahre Botschaften Gottes? Das ist genommen aus der Webseite, wie ich sagte, GodQuestions.org. Ne? GodQuestions.org, da gibt es auch eine deutsche Spalte. Das ist ja normalerweise eine englische Seite, da kann man halt im Internet eine Frage stellen und diese Seite beantwortet das. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die im Allgemeinen sehr gut sind im Beantworten von solchen Fragen. Ja, und dann habe ich mir die Frage halt mal gestellt im Internet und habe mir das dann in Deutsch rausgesucht und habe das die Antwort dann rüberkopiert in ein PDF und das werden wir nächstes Mal lesen. Und wenn wir hiermit dann fertig sind, ja, dann ist die Wartezeit auf dieses fantastische Buch, das Max in der Zwischenzeit angefangen hat zu übersetzen, endlich vorbei. Dann kommen wir endlich auf das Buch Eine für alle, alle für eine Königin des Himmels, das Max weiter übersetzen wird und werden dann nach dem Artikel, den wir nächste Woche lesen oder nächstes Mal lesen werden, hoffentlich in einer Sitzung, sonst müssen wir da mehrere von machen. Das kennen wir inzwischen auch schon. Wenn wir damit durch sind, dann fangen wir endlich mit dem Buch an. Und mein Dank gebührt hier nochmal Max, dem ich dann jetzt auch eben das Schlusswort für heute
noch mal eben erteilen möchte von unserer Lesung heute. Ja, das war ja sehr aufschlussreich, finde ich, generell. Also mir ist gerade auch für den Punkt, den du angeholt hast, mit dem Baphomet und der Gender-Agenda begleitend, wo er, das ja auch uns erkenntlich wurde aus diesem heiligen Lexikon, das wir jetzt zu Ende gebracht haben, ist mir vor allem ein Punkt deutlich geworden. Es geht um eine Agenda, die schon seit langem läuft, die der Papst schon seit langem anstrebt. Und das ist im Grunde E pluribus unum, aus vielem eins zu machen. Genau. Das gilt gerade für die Religion heute, wo er versucht wird, den Islam, die zwischen Anführungszeichen Christenheit, also der Katholizismus ist hier gemeint, und andere Religionen unter ein Dach zu bringen. Wie den ja, Buddhismus. Denken wir doch mal an das Haus des einen in Berlin. Genau, genau. Ja, gutes Beispiel. Ja, habe ich ja vor Jahren schon ein Video drüber gemacht. Ein Gebetshaus, sowohl für Katholiken, offiziell natürlich für Christen, aber eigentlich für Katholiken, für Mohammedaner und für Juden. Um diese drei Religionen schon mal unter einen Hut zu kriegen. Das Haus des einen in Berlin. Ja. Und das nichts anderes sagt das auch aus. Das Haus des einen, e pluribus unum, aus vielem eins zu machen. Und im Grunde erstaunt es mich umso mehr, dass wir das aus diesem Artikel auch rausziehen haben können, an so vielen Stellen, und es so deutlich wurde. Und es ist mir vor allem ein Punkt aufgefallen. In diesem aus vielen eins zu machen, gibt es vor allem ein Bindeglied, was allen gleich ist, das allen gemein ist, das der römisch-katholischen Kirche gleich ist, das dem Islam gleich ist, das dem Buddhismus gleich ist, das vielen anderen heidnischen Religionen ebenso gleich ist. Und das ist Maria. Die hat zwar verschiedene Namen und wird immer anders genannt. Und für die römisch-katholische Kirche ist es im Grunde auch nichts anderes als die Himmelskönigin. Aber es ist eben dieses Glied, was es ermöglicht, diesen Religionen unter ein Dach zu bekommen. Und das gilt eben auch jetzt nicht nur für Religion an sich, sicherlich auch für, ne, wenn man jetzt an Ökumene denkt und dergleichen, auch für viele andere, ja, kann man es Religion nennen, weiß ich jetzt nicht. Aber im Grunde genommen ist es der Punkt, dass es eben Maria eben viel mehr ist als die biblische Figur, wie wir sie kennen, die wir die Bibel im wahren Licht betrachten. Es gilt einfach eine Person zu finden, die zum Gott erhoben wird, und die alle vereint und so dann wieder der römisch-katholischen Doktrin alle unter einen Hut zu bringen für die eine Weltregierung oder die eine Weltreligion dienlich wird. Und insofern denke ich, hat dieses Heiligen-Lexikon, was wir heute abgeschlossen haben, eine sehr gute Grundlage geschaffen für das, was jetzt folgt, dass wir uns nämlich dann bald nach dem nächsten Artikel, den wir dann noch kurz durchgehen werden, uns mit dem Buch befassen werden, das eben sich genau mit dieser Himmelskönigin befasst. Und ja, im Grunde genommen steigt da meine Vorfreude drauf, weil es mir sehr deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, sich dessen bewusst zu sein, mit was wir es hier eigentlich zu tun haben. Und auch wenn ich persönlich mich mit Maria und Wallfahrten und dergleichen jetzt nie persönlich befasst habe, weil ich in diese Welt nie eingetaucht bin, da danke ich dem Herrn für, weil ich gleich zur Bibel gefunden habe, im Grunde genommen. Oder früher zur Bibel gefunden habe, bevor ich mich noch mit sowas hätte befassen müssen. Befassen wir uns grundsätzlich dann mit dem Buch und lernen also ja diese Person, die Himmelskönigin der römisch-katholischen Kirche, kennen. Und ja, insofern eine wunderbare Grundlage, Jörg. Vielen Dank für die Lesung und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ja, und ja, wenn du jetzt noch was hast. Ja, ich denke, dass dir ziemlich deutlich geworden ist, warum dieses Buch so wichtig ist. Ja, eindeutig. Sicher, nachdem wir bereits die anderen Bücher gelesen hatten, wie zum Beispiel Romanismus und die Reformation, wo wir im Augenblick lesen Babylon, Mysterienreligion, und wo wir lesen das Doppelgesicht des Papsttums, und jetzt dieses Buch dann noch mit beinehmen, und auf einmal sieht man, wie das alles zusammenfällt und wie diese Ökumene von weiter Hand geplant ist, nämlich von Anfang an. Der Teufel attackiert Gottes Wort auf allen Ebenen. Allen Ebenen. Und die Basisebene, die Basis für eine soziale Struktur in dieser Welt ist die Familie. Und die Familie kann ich dann auseinandertreiben, wenn ich die originale Schöpfung, die aus Mann und Frau besteht, zerstöre. Und das tue ich mit dieser Gender-Agenda. Und ich erhebe die Frau zu etwas, was sie nicht ist. Damit erniedrige ich, Jörg, jetzt nicht die Frauen, versteht mich nicht verkehrt. Aber jeder muss seine Rolle spielen. Das Kind ist ja auch nicht der Chef der Familie, oder? Na eben. Also jeder hat seine Rolle zugespielt bekommen.
Und der Teufel akzeptiert diese Rollen nicht und will alles umdrehen, weil der Teufel will nicht, dass wir Gott im Himmel anbeten, sondern der Teufel will, dass wir niederknien und ihn anbeten. Lukas Kapitel 4, Verse 4, 5, 6. Ja? All diese Königreiche werde ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest, sagt der Satan dazu Jesus Christus im Lukas Kapitel. Denn mir ist es gegeben, diese Dinge zu geben, wem ich will. Ja? Der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und wir machen diese Sendung dafür, dass ihr denselben Worten antwortet wie Jesus, der sagt, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir in godquestions.org in die Frage über die Marienerscheinung gehen, wo wir jetzt in dem Marienlexikon erstmal Maria erklärt haben, wo sie herkommt, was sie eigentlich wirklich ist und was ihr heidnischer Ursprung ist. Jetzt gehen wir in die Marienerscheinung rein und dann gehen wir in das Buch, das auf weiteren 160 Seiten im Englischen uns ganz deutlich erklären will, wie diese Maria, die wir jetzt durch das Heiligenlexikon kennengelernt haben, mit ihren Erscheinungen, die wir nächstes Mal dann kennenlernen werden, dafür sorgen wird, dass alle Religionen, und dann sprechen wir von Katholizismus, orthodoxen Katholizismus, Mohammedanismus, Hinduismus, Buddhismus und alle weiteren Religionen unter einem Dach vereint werden in der römischen Kirche. Dazu müssen wir Christen uns stark aufstellen. Und wir können uns nur stark aufstellen, wenn wir die ganze Waffenrüstung unseres Herrn anhaben. Und die ganze Waffenrüstung unseres Herrn ist beschrieben im Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark an dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Ich, Jörg und Max, der mit mir die Lesung hier zusammen macht, wir kämpfen nicht gegen die fleischlichen Katholiken. Wir kämpfen gegen den bösen Geist, der sie in die Verführung führt. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet und mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Amen. Amen. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Die Schäden zu verwahren, ich meine, dass er